Dann darf ich mal meine Co-Moderatorin auf die Bühne bitten. Ja, Zeit läuft, Zeit ist Geld. Demo-Zeit ist wertvolle Zeit. Also Leute, ein herzliches Willkommen am Dienstagabend auf dem Marktplatz. 18.30 Uhr, wie immer, Demo Nummer 237. Herzlich willkommen zu dieser sogenannten Ü30-Demo. Ja, glaube ich, die dritte dieses Jahr, wo wir über 30 Grad haben. Ja, alle anderen Weicheier sind vor der Hitze irgendwie in den Schatten geflohen. Nun ja, ebenso. Für alle diejenigen, die hier sind und die vielleicht auch Zaungäste sind, wiederholen wir gerne nochmal, was wir hier schon 237 Mal machen. Nur für den Fall, dass ihr es noch nicht mitgekriegt habt. Also, wir sind hier und stehen dafür, dass in Deutschland nicht länger der Irrsinn regiert, sondern wieder Vernunft einkehrt. Deswegen heißt unser Motto auch, zurück in die Vernunft. Dazu gehört, dass wir die Stadt Gmünd und ihre Einwohner regelmäßig dazu auffordern, endlich ihre verdammten Fernseher aus dem Fenster zu schmeißen und die beiden Tageszeitungen gleich hinterher. Hört nicht länger auf die Medien, die euch jeden Tag schamloser belügen, die euch links für rechts und oben für unten vormachen wollen. Ja, lest das Zeug nicht länger, lasst dieses Zeug nicht länger in eure Köpfe. Schaltet eure Hirne ein. Richtet den Blick weg von den inszenierten Problemen wie Pandemie, Klimawandel und angeblichen Gefahren für die Demokratie bis hin zu den dadurch versteckten Problemen, die da heißen völlige Aufgabe Deutschlands. Ja, wir haben Freiheitsvernichtung in Deutschland, Redeverbote, wir haben Gedankenverbote, wir haben seit kurzem Zeitschriftenverbote. Wir haben ein Energiedesaster ohne Beispiel, ein dadurch induziertes induzierte Deindustrialisierung. Ja, um den Niedergang zu beschleunigen, haben wir auch eine organisierte Massenzuwanderung und in der Folge eine Massenalimentation. Wir haben Gewaltkriminalität, Messerkriminalität, wie wir sie in Deutschland noch nie hatten. Und ganz nebenbei und mit einer völligen Selbstverständlichkeit soll Deutschland wieder kriegstüchtig gemacht werden. Ja? Deutschland soll nicht etwa verteidigungsfähig sein oder so. Nein, Deutschland soll kriegsfähig werden. Ich hoffe, ihr bemerkt diesen entscheidenden Unterschied. Weil es nämlich eure Kinder sind, die an vorderster Front verheizt werden, wie immer. Ja, auch wenn es im Biergarten gerade gemütlich und schön ist, es gibt richtig viel zu tun in Deutschland. Packen wir es an, alle zusammen. So, nochmal herzliches Willkommen an alle. Mikrofon ist offen, wie immer für alle. Legen wir los. Wer was zu sagen hat und sich traut, kommt her und nimmt das Mikro in die Hand. So. Ja, auch meinerseits einen schönen guten Abend. Freut mich, euch wiederzusehen. Heute die letzte Veranstaltung vor unserer Sommerpause. In der zweiten Septemberwoche geht's weiter. Und zum Thema kriegstüchtig muss man auch mal wissen, dass sie ja fleißig hunderte Milliarden in die Rüstungsindustrie stecken und weiterhin stecken wollen. Aber wir reden jetzt offiziell über die Rente ab 70. Ja, weil unsere Rentenkassen leer sind. Wer findet den Fehler? Ja, während die Ute den ersten Einspieler sucht, will ich mal kurz auf was eingehen, was alle Tagesschauseher möglicherweise noch gar nicht mitgekriegt haben, weil es noch nicht 20 Uhr ist. Heute Morgen um 10 Uhr hat das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung zur Wahlrechtsreform bekannt gegeben. Wer hat es schon mitgekriegt? Hand hoch. Ja, ihr seid wie immer informiert. Wer hat es da drüben mitgekriegt? Niemand streckt. Ihr wisst wie immer nicht Bescheid. Okay, also, das Bundesverfassungsgericht hat heute die von der Ampelkoalition auf den Weg oder in Gesetzes gegossene Wahlrechtsreform in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Das war jetzt nicht weiter, oder das ist von vielen Leuten erwartet worden. Irgendwie ist es fast interessanter, was nicht für verfassungswidrig erklärt worden ist. Ja.
Und das wird wahrscheinlich in der Tagesschau auch nicht thematisiert werden. Deswegen habe ich es mal für euch ein bisschen aufbereitet heute. Also, es geht im Grunde darum, dass in Deutschland ja mit Erst- und Zweitstimme gewählt wird. Wer könnte das, nur mal so Interesse halber, wer könnte das hier erklären, wie das läuft? Mit Erststimme, mit Zweitstimme, mit Überhangmandaten, mit Ausgleichsmandaten. Ja, nur wenn man es erklären kann, hat man es verstanden. Alte Bauernregel, ja, okay. Also, möglicherweise hat das Verfassungsgericht nicht ganz Unrecht damit, wenn es sagt, dass die Mehrzahl der Wähler das mit der Erst- und Zweitstimme nicht verstanden hat. Das kann aber für meine Begriffe nicht dazu führen, dass man der Erststimme einfach die Bedeutung nimmt. Nämlich genau das hat das Bundesverfassungsgericht heute. Und zwar dadurch, dass nun folgende Situation angeblich verfassungskonform sein soll. Und zwar, dass zukünftig direkt gewählte Abgeordnete keinen Sitz mehr im Parlament bekommen sollen. Ich lasse das mal eine Sekunde auf euch wirken. Und da könnt ihr euch mal überlegen, wie das geht. Und das geht so. Bisher ist es, ich muss sagen, wie es bisher war, bisher ist es so gewesen, dass derjenige Kandidat, der die Mehrheit der Stimmen in einem Wahlbezirk gekriegt hat, ein Ticket in den Bundestag hatte. Das war der direkt gewählte Abgeordnete. Einfache Mehrheit genügt. Ja, das bleibt schon so. Die Thematik ist nur die, dass nun die Zahl der Bundestagsabgeordneten gedeckelt ist bei 630. Ja. Und das Bundesverfassungsgericht argumentiert, dass über die Zweitstimme, wie bisher auch, der Zweitstimmenanteil ja immer schon für die Zusammensetzung des Bundestages maßgebend war. Das Verhältnis der Zweitstimmen muss abgebildet sein. Das Verfassungsgericht stellt sich jetzt hin und sagt, ja, das ist es ja. Das können wir ja machen. Wir nehmen die 630 her. Und weil es in Zukunft dann keine Überhangmandate mehr gibt, wie es vorher gegeben hat, ist die Konsequenz daraus, dass gewählte Abgeordnete keinen Platz im Parlament geben. Das ist wie heißt dieses Spiel, wo es ein Stuhl, Reise nach Jerusalem, genau, ja. So, das wäre alles noch immer irgendwie halbwegs zu ertragen, aber für meine Begriffe ist das nun so, dass das Bundesverfassungsgericht damit das, was die Parteien auf ihre Wahlliste schreiben, oberhalb des Wählerwillens ansiedelt. Das ist die Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Das muss man sich klar sein, weil wenn von vornherein klar ist, dass direkt gewählte Abgeordnete, ja, für diejenigen, die jetzt immer noch ein Fragezeichen haben, weil sie nicht richtig verstehen, wovon da die Rede ist. Also stellt euch mal kurz vor, es gibt ein Land, in dem gibt es zwei Parteien und es gibt 100 Sitze im Parlament zu verteilen. Ja. Wir haben, wenn das Wahlergebnis so wäre, dass also 51, dass also die wirkliche Stimmen, das Stimmenverhältnis so wäre, dass in jedem einzelnen Wahlkreis 51-49% gewählt werden würde, aber mit 51% immer der Kandidat A gewinnen würde, dann würde das Parlament bei einem normalen Mehrheitswahlrecht ausschließlich aus Parteimitgliedern der Partei A bestehen. Und weil man das nicht will, hat man in Deutschland ein Verhältniswahlrecht eingefordert. Das heißt, nicht Erststimmenkandidat gewinnt, sondern es wird das Verhältnis der Zweitstimmen hergenommen. Ja? Und dann wird Folgendes getan. Dann wird gesagt, eigentlich ist ja das Verhältnis fast halbe halbe, 51-49, was die Zahl der Stimmen angeht. Ja? Aber die 51% haben alle Wahlkreise gewonnen und haben deswegen alle 100 Sitze im Parlament. Und jetzt macht man einfach Folgendes. Man füllt das Parlament so weit auf, die Erstgewählten dürfen ihre Stimme behalten. Und jetzt vergrößert man das Parlament so weit, bis es nicht mehr 100, sondern 198 sind. Und dann habe ich wieder dieses 51-49 Verhältnis. Und dann legen die los. Und diese 49 zusätzlichen diese praktisch 98 zusätzliche Mandate, die andere Partei kriegt, das sind alles Überhangmandate und die sollen in Zukunft wegfallen. So, und daraus entsteht dann diese Situation, dass es passieren kann, dass eben
gewählte Abgeordnete keinen Sitz mehr bekommen, weil der Bundestag nicht wie in diesem Beispiel gerade einfach aufgebläht wird, was momentan dazu führt, dass wir, glaube ich, 738 Abgeordnete haben. Ja, sondern das wird einfach unter den Tisch fallen gelassen, und um den Proporz dann beizubehalten, geht es nur um den Preis, dass direkt gewählte Abgeordnete den Sitz, keinen Sitz bekommen. Und da bin ich mal auf das Hauen und Stechen gespannt, dass das losgeht. Ja. Fakt an der ganzen Sache ist, das Bundesverfassungsgericht hält es für verfassungskonform, dass ein direkt abgeordneter, direkt gewählter Abgeordneter nicht mehr ins Parlament einzieht. Ja, sehe ich auch so. Das sehe ich auch so. Ja. Das zum Thema zusammen, quasi, das ist schon aus meiner Sicht ein kollusives Zusammenwirken zum Nachteil Dritter, nämlich von den Parteien, der Regierung und dem Bundesverfassungsgericht, muss man so sagen. Ja. Also, das waren die News von heute. Könnt ihr mal gucken, was die Tagesschau heute Abend draus macht und ob da von dem, was ich gerade gesagt habe, auch nur ein Sterbenswörtchen davon kommen wird. Ich glaube es eher nicht. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich habe nur eine Schlagzeile vorhin gelesen, dass sowohl Regierung als auch Opposition sich als Gewinner des Gerichtsurteils sehen. Das ist so typisch Wahl. Ja, jeder hat gewonnen, keine Ahnung. Was ich noch sagen wollte zu unserer unglaublichen Wirtschaftsleistung, seitdem die Ampel unser Land leider fest in ihrer Hand hat, gibt es 4 Wirtschaftsberichte, in denen gab es entweder eine Nullrunde, das war noch das Bessere, und ansonsten gab es eine Wirtschaftsschrumpfung. Und jetzt hat auch das Handelsblatt der Bundesregierung und der EU-Kommission, das Handelsblatt der Bundesregierung durch die EU-Kommission wirtschaftspolitische Inkompetenz nachgewiesen. Denn bei uns sinkt es mal wieder, während Italien und Spanien Wirtschaftswachstum haben. Freut mich für Italien und Spanien. Bei uns ist es eher bedenklich. Wer hat schon gehört, ZF streicht 14.000 Stellen, Warta ist insolvent. Diverse andere Firmen, die uns verlassen, die Chemieindustrie ist bereits weg, BASF. Also ist jetzt wirklich reichlich, was bei uns an Arbeitsplätzen baden geht. Traurig. Ja, dazu kann man jetzt noch sagen, dass quasi alle diejenigen, also die Wirtschaft ist als Ganzes betroffen, weil die trotz allem vernünftig geblieben sind, können die hohen Energiepreise nicht mehr stemmen. Und diejenigen Unternehmenslenker, die diesem idiotischen Energiewende-Schwachsinn da gefolgt sind und auf beispielsweise Automobilhersteller, die ein weltweit führendes Produkt sich einfach aus der Hand haben nehmen und es durch E-Autos ersetzt haben, da ist die aktuelle Geschichte die, dass der bestimmt von Privatleuten, was diese komischen E-Autos angeht, um satte 43% sind, also fast auf die Hälfte. Und das kommt nur daher, dass dieser Elektroschrott, wie ich ihn mal nennen will, einfach unverkäuflich ist, wenn die Garantie abgelaufen ist. Kein Mensch geht das Risiko ein, 15.000, 20.000 Euro für eine scheiß Batterie kaufen zu müssen, damit die Möhre wieder fährt. Ja, und wie ihr auch mitkriegt, ich glaube, wir haben jetzt ein neues Abkommen mit Serbien. Dort soll Lithium abgebaut werden, was man ja braucht für die Herstellung dieser Batterien. Aber auch dort läuft es nicht rund, denn die dortige Bevölkerung wehrt sich dort dagegen. Es bleibt spannend, denn auch in der Ukraine, das wisst ihr ja auch, liegen die größten Lithiumvorkommen Europas, just in der Gegend um Donetsk und Luhansk. Denn darum geht der ganze Streit dort und umsonst nichts. Ja, gut. Wir machen mal schön so ein bisschen eine kleine Aufheiterung zwischendrin zur Melodie von Bruder Jakob. Ja, doch, muss sein, muss sein, muss sein. Ja, das lädt so zum Mitsingen ein, dass manchen hoffentlich das Wort im Hals stecken bleibt. Ihr müsst mal zuhören, was die vor 2 Jahren noch gesungen haben. Ja, bin mal gespannt, ob jetzt Hände hochgehen da drüben, wer alles mitgesungen hat. Denkst du noch, denkst du nicht? Szene auf irgendeinem Marktplatz in Deutschland, wo totale Masken und Impfgläubiger sagen, lass dich endlich impfen. Bruder Jakob,
nächstes Mal. Ja. Also, ich bin mal gespannt von denen, die da alle mitgesungen haben und das mit großer Sicherheit auf der Arbeit, auf der Fahrt, in Bus und Bahnen alle propagiert haben. Ja, wie es denen geht. Und ob sie das alles nochmal mitmachen würden. Ich fürchte, dass wir das demnächst mal erleben werden, ob sie das alle nochmal mitmachen würden, denn das sieht man in den Öffentlich-Rechtlichen und weltweit. Die WHO dreht ein bisschen auf, was die Vogelgrippe betrifft. Der Impfstoff ist hergestellt, viele Dosen des Impfstoffes bereits verkauft. Bei der Tour de France wurde bereits wieder Maske angeordnet, zumindest beim Zieleinlauf oder bei der Zieleinfahrt. Diverse Schwimmteams sind auch bereits Maske wieder geflogen. Also die fangen wieder an. Herr Drosten steht wieder auf dem Papier. Es wird wieder geschoben für etwas, was uns Menschen eigentlich, so wie auch das letzte, nicht weiter betrifft. Ja, Sie hören nicht auf, eine Sau nach der anderen durchs Dorf zu treiben. Hauptsache, der Paniklevel bleibt oben. Ja, jetzt habe ich heute auch noch einen Artikel dazu gelesen, denn es sind ja nicht nur die RKI-Files jetzt öffentlich, sondern der Tom Lausen hat die Korrespondenz des Paul-Ehrlich-Institutes bekommen, und zwar über die, wie es heißt, Informationsfreiheitspflicht der Regierung. Da hat er die Unterlagen und die E-Mails und hat ein ganz interessantes Interview gemacht mit dem Eliyahu, wo dann zitieren sie einiges aus. Ganz klar ist, sie wussten von Anfang an bei dieser Spritze schwere Nebenwirkungen, einer von 800. Ganz anders als bei den herkömmlichen Spritzenimpfungen, die man verteilt hat. Da hat schwere Nebenwirkungen einer von 1 Million. Das ist ein gigantischer Unterschied und es war ihnen bekannt von Anfang an. Es gibt da mittlerweile auch Veröffentlichungen von Ausschnitten, wo drin steht, wer da wie Einfluss genommen hat. Ich mag da nur mal ein paar Sachen durchlesen. 18. März 2020. Jedes andere Mittel ist besser. Eine sinnvolle Maßnahme sind Appelle, Abstand zu halten. Bei schlechter Kompetenz sind Ausgangssperren jedoch ein letztes Mittel der Politik. Das RKI soll sich nicht aktiv dagegen positionieren. 1.4.2020. An welchem Punkt mit der Aussetzung von Maßnahmen begonnen wird, ist Aufgabe der Politik. Das RKI kann klare Kriterien benennen und mit Werten für Indikatoren hinterlegen. Die Politik wird entscheiden, was realistisch ist. Alle Optionen sollen dem Bundesgesundheitsministerium vorgelegt werden. Die Entscheidung wird im Kanzleramt getroffen. 2.5.2020. Eine Kritik am RKI war zu erwarten, Teil des Zyklus der Krise. Es kann allerdings sein, dass in der derzeitigen Lage politisch instrumentalisiert wird. Politiker können das nutzen, um ihre eigenen Agenten zu verschleiern. Wem kommt das bekannt vor? 5.5.2020. Kommt das RKI der politischen Forderung nicht nach, besteht das Risiko, dass politische Entscheidungsträger selbst Indikatoren entwickeln und oder das RKI bei ähnlichen Aufträgen nicht mehr einbindet. Gleichzeitig besteht auch die Möglichkeit, gegenüber der Politik die lokalen Bedingungen stärker zu kommunizieren und mehr Transparenz herzustellen, um dadurch oberen Entscheidungsträgern im Bund und in den Bundesländern Sicherheit zu geben, dass sie erfahren, ob die Lage vor Ort unter Kontrolle ist oder nicht. 6. Mai 2020. Im Papier ist klargestellt, dass qualitative Analyse durchgeführt werden muss. Es ist aber unklar, wie die Politik die Empfehlung umsetzt. Und so geht es wirklich pausenlos weiter. Und was haben Sie immer getönt von wegen, Sie werden vom RKI beraten und das RKI empfiehlt und das RKI, man stützt sich ja auf die Wissenschaft, folgt der Wissenschaft und. Nein, Sie haben die Wissenschaft benutzt, das RKI hat sich benutzen lassen, das Paul-Ehrlich-Institut hat sich benutzen lassen. Und das ist das, was man diesen Beamten, die dort sind, auch vorwerfen darf. Ich sage es nochmal, zu remonstrieren ist kein Recht. Zu remonstrieren, wenn der Arbeitgeber etwas tut, was nicht rechtens ist, ist eine Pflicht. Aber da haben sie alle versagt. Den einen Post finde ich auch noch ganz besonders. Der erinnert euch bestimmt an einen bestimmten Herrn. Testen, testen, testen ist im Grunde eine implizierte Strategieergänzung, die von Politik vorgegeben wurde. Insgesamt heikel, da die Politik Vorgaben gemacht hat, mit denen in manchen Punkten nicht ganz übereingestimmt wird.
Diese müssen aber so weit wie möglich in die Strategie integriert werden. Na, welcher Mensch war denn das? Wisst ihr es? Testen, testen, testen? Nee, das war schon Jens Spahn. Das war schon Jens Spahn, der dann damals erklärte, mit von hinten durch die Brust ins Auge, wie das denn ist mit diesen Falsch-Positiven eventuell. Ja, also letztendlich ist ganz klar durch diese Maßnahme dort, wir hatten eine Pandemie, keine Frage, eine Testpandemie. Ja, denn die Krankenhäuser waren dort zu der Zeit, wo das vorgegeben wurde, im Mai 2020, gestraft mit einem 50-prozentigen Leerstand. Das muss man mal hinkriegen, wenn man ein gesundheitliches Problem hat. Ja? Wir haben definitiv in diesem Land ein politisches Problem. So ist es. Konnte man daran erkennen, dass es die Kanzlerin ganz offen zugegeben hat, dass das keine medizinische Entscheidung war, sondern eine politische, gibt es ein ganz klares, wo das drin steht. Ja? Braucht man keine weiteren Fragen mehr dazu zu stellen. Nein, weiß man auch daran, jeder wird sich an den Satz erinnern können von Herrn Wieler, Impfstoffe werden kommen. Wir wissen nicht, wann und was sie bewirken und wie sie wirken, aber dass sie wirken, das wissen sie. Oder den Satz ebenfalls von Herrn Wieler, die Maßnahmen dürfen nicht hinterfragt werden. Ja? Und da muss, auch wenn man nur eine, egal welche Schulbildung hat, da mussten alle Alarmglocken angehen. Nichts zu hinterfragen bringt immer nur Unglück. Ja, wir können, ja. Okay, also wie auch immer, wir haben da was, weil jetzt das so ganz, ganz langsam in den Mainstream dann doch immer wieder mal einstreut. Da gibt es einen ehemaligen Stern-Journalisten, glaube ich, ist das gut, ein kurzes Interview gegeben hat, in dem er gesagt hat, die Gewinner des Tages sind für mich die Ungeimpften der Corona-Zeit. Hört mal kurz rein. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Rubrik Meine Welt, meine Meinung. Bei uns im Studio ist heute Hans-Ulrich Jörgels. Schönen guten Abend. Freue mich sehr, guten Abend. Ja, wir schauen natürlich gleich auf die Gewinner des Tages, der Woche. Und da müssen wir einen Blick zurückwerfen in die Corona-Zeit. Ist ja schon eine Weile her. Das ist eine ganz spannende Geschichte, denn das sind die Gewinner, sind für mich die Ungeimpften der Corona-Zeit. Die sind ja jetzt rehabilitiert worden. Und zwar, da gibt es nichts mehr dran zu deuteln. Das hat sich nämlich herausgestellt bei der Öffnung der ungeschwärzten Protokolle des Krisenstabs beim Robert-Koch-Institut, dass schon im November 2021 von denen höchstinstanzlich festgestellt worden ist, dass der Spruch, die Pandemie sei eine Pandemie der Ungeimpften, nicht korrekt ist, wörtlich nicht korrekt. An der Pandemie sei die gesamte Bevölkerung beteiligt, auch die Geimpften. Jetzt muss man sich mal vor Auge halten, was das für die Ungeimpften bedeutet hat damals. Da gab es ja diese 2G-Regelung, dass nur Geimpfte und Genesene sich frei bewegen konnten und die Ungeimpften durften nicht ins Kino, nicht ins Theater, nicht ins Konzert, nicht ins Restaurant, die durften gar nichts außer arbeiten, obwohl sie jeden Tag sich testen lassen mussten. Das war ein ziemlicher Hammer. Und einen solchen Eingriff in Freiheitsrechte von Menschen habe ich in dem Land für völlig unmöglich gehalten. Aber es ging eben durch, weil alle glaubten, das sei so. Und die sind ja außerdem in einer Art und Weise beleidigt, beschimpft und runtergemacht worden, dass man sich da im Nachhinein nur schämen kann für. Und nun komme ich gleich zur zweiten Kategorie, die Verlierer des Tages. Das sind all diejenigen, die diesen Satz von der Pandemie der Ungeimpften vor sich hergetragen hatten. Herr Spahn, der Gesundheitsminister, Herr Söder, Herr Lauterbach, Herr Ramelow von den Linken und, hört, hört, der Bundespräsident, Herr Steinmeier, hat das auch verbreitet, höchstinstanzlich sozusagen. Das ist einfach eine unmögliche Geschichte und ich finde, die müssten Sie jetzt dafür öffentlich entschuldigen. Ja, der Mann hat mit vielem Recht, was er sagt, aber nicht der Meinung, dass man hier von Gewinnern des Tages sprechen sollte. Ich sage es so, wie es ist, ihr seid die Gewinner und zwar für alle Zeiten. Ja? Ihr seid ungeimpft und ihr werdet das immer sein. Ja? Das war gestern so, das ist heute so und das wird auch morgen so sein. Also es hat mit Gewinner des Tages nichts zu tun, ihr seid die Gewinner. Punkt. Und diejenigen, die Jörges da gerade genannt hat, die werden sich nicht entschuldigen, seid sicher.
weil das impliziert, dass sie Schuld auf sich geladen haben. Deswegen wird denen das Wort Entschuldigung nicht über die Lippen kommen, seid sicher. Ja? Und ich will auch keine Entschuldigung. Ich will Rücktritte, ich will Amtsenthebungen, ich will Handschellenklicken hören an den Handschellen, an den Handgelenken dieser Scheißverbrecher. Ja, so geht's mir auch. Und dann muss man immer noch dran erinnern, dass der Herr Spahn die Impfung der Kinder bereits wollte, obwohl es von der STIKO noch nicht mal eine Empfehlung gab. Ja? Also der ist auch auf die ganz Kleinen los und tut es ja noch, oder sie tun es überhaupt noch. Ja? In der Tat, die müssen weg. Wir müssen sie friedlich aus ihren Ämtern jagen. Und irgendwann muss die Juristerei auch mal in die Gänge kommen und diese Leute wirklich verurteilen. Ja. Und dazu zähle ich mittlerweile auch diese Leute von der STIKO. Ich bin da mittlerweile auch ganz ehrlich dagegen. Dann manchmal so, ich will da nicht in die Parade fahren, aber jetzt, wo du gerade gesagt hast, weil es eine Empfehlung von der STIKO, keine Empfehlung von der STIKO gab. Nee, nicht weil. Ich wollte nur sagen, dass der so kalt ist, dass er, obwohl es noch nicht mal das gab, ich verlasse mich auch nicht auf die STIKO, aber obwohl es noch nicht mal die Mindestvoraussetzung gab, dass diese angebliche Impfkommission eine Empfehlung gab, er bereits auf die Kinder los ist. Da sieht man einfach mal, wie kalt diese Leute sind. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich mag das deswegen nicht hören, auch heute noch, weil heute das zu sagen, legitimiert diesen blöden Haufen noch immer. Das ist noch immer so, als ob die jemals eine Legitimation gehabt hätten, genauso wie dieser komische Ethikrat, irgendetwas für uns zu entscheiden. Das haben sie ganz einfach nicht. Scheißegal, was da vom blöder Label drüber gepackt wird. Ja? Und wenn ihr euch das Interview anguckt mit dem Tom Lausen, der das ja immer sehr sachlich und sehr ruhig macht, weil der kümmert sich um seine Daten. Er nennt sich ja mit Stolz mittlerweile auch selber Datensalafist. Finde ich, muss man diese Institute wie Paul-Ehrlich-Institut und Robert-Koch-Institut einfach abschaffen. Ja? Ja. Denn dieses Paul-Ehrlich-Institut schreibt E-Mails, möchte Daten von den Krankenkassen, hat die bis heute, ich meine, wir haben immerhin erst das Jahr 2024, hat sie bis heute nicht. Sie wollten die Daten eigentlich von Anfang an haben, um zu gucken, wie wirkt denn diese Spritzerei. Wie gesagt, sie haben sie bis heute nicht. Sie haben zwischendurch mal fröhlich und freundlich daran erinnert, es wäre doch nett, wir würden eventuell vielleicht mal eine Studie planen, um zu gucken, was das denn überhaupt macht. Ist bis heute nicht. Sie beantragen immer noch Gelder bei der Regierung für irgendwelche Studien bezüglich dieses Zeuges. Es ist einfach unglaublich. Und da muss ich sagen, solche Institute braucht kein Mensch. Die kosten bloß unser Geld. Ja, es gibt noch so einen Verein, den man leider nicht so schnell, aber eigentlich fast ersatzlos streichen könnte. Und das ist das EU-Parlament. Ich bin durchaus für eine Europäische Union. Ja, da muss ich mich mal outen. Aber nur für eine Europäische Union der Vaterländer, wo die einzelnen souveränen Staaten Handelsbeziehungen miteinander führen. Keine Frage. Und ich wäre auch dafür, das weiter gen Osten auch zu erweitern mit den Handelsbeziehungen. Ja? Dass wir nämlich Frieden kriegen in unserem Europa und auf der Eurasischen Platte. Aber dieses EU-Parlament ist auch eine, ich mag das mal so sagen, illustre Gesellschaft. Die Christine Andersson, die ist nämlich Mitglied von diesem Parlament, schreibt Folgendes. Im ersten Teil meines Berichts über den neu besetzten ENVI, Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, schilderte ich Ihnen bereits, wie der italienische Sozialdemokrat Antonio Di Caro es schaffte, sich mit den Stimmen von Ursula von der Leyens Partei CDU-EVP zum neuen Ausschussvorsitzenden wählen zu lassen. Dieser mutmaßliche Hinterzimmerdeal zwischen Grünen, Greens and EFA und der CDU-EVP hat nun zur Folge, dass zwei stramme Befürworter des ökosozialistischen Green Deal der globalen Eliten an Schlüsselpositionen der EU sitzen. Antonio Di Caro ist seit 20 Jahren in der Politik, Präsident des italienischen Städteverbandes und war zuletzt 10 Jahre lang beliebter Bürgermeister des süditalienischen Hafenstadt Bari.
Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter der Schlagzeile Mafia-Verdacht in Apulien, der respektable Herr De Caro, berichtet, wird Antonio De Caro nun entsprechend der Verstrickungen verdächtigt. Bei einer Anti-Mafia-Operation wurden in diesem Frühjahr 130 Personen der örtlichen Mafia-Clans, der Montani, der Strisciguglio und der Parisi festgenommen. Die Parisi kontrollieren dabei einen Gutteil des Drogenhandels in Bari und Umgebung. Weitere Geschäftsfelder sind illegale Sportwetten und Schutzgelderpressung. Unter den Festgenommenen befanden sich auch zwei ehemalige Lokalpolitiker der Metropolregion Bari, deren Vermögen, Immobilien und Geschäftsbeteiligungen, Sportwagen und Schmuck im Wert von gut 15 Millionen Euro wurde beschlagnahmt. Ex-Bürgermeister und jetzt EU-Ausschussvorsitzender Antonio De Caro beteuerte eindringlich, nichts mit diesem Netzwerk zu tun zu haben, dass er niemals mit irgendeinem Mafioso über irgendwas verhandelt habe. Dumm nur, dass gerade jetzt sein ehemaliger Parteifreund, der apulische Regionalpräsident Michele Emiliano und Amtsvorgänger De Caros als Bürgermeister von Bari, diese Aussage widerspricht. Er selbst habe vor längerer Zeit gemeinsam mit Antonio De Caro die Schwester des lokalen Mafia-Bosses Antonio Capriati aufgesucht, um diesen von seinem Widerstand gegen die Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone abzubringen. Und, es geht hier reichlich weiter. Mit Frau Ursula von der Leyen haben wir schon jemanden da oben, gegen die ermittelt wird, wegen dieser Pfizer-Deals, wegen dieser illegalen Verschwendung der europäischen Steuergelder. Jetzt haben wir den zweiten dort. Ich möchte nicht wissen, wie viele, die da noch wirklich Verbrechen begangen haben, dorthin kommen. Anscheinend muss man in Europa ein Schwerverbrecher sein, um tolle Posten zu kriegen, oder? Nein, damit man in diesen Kreis aufgenommen wird. Na? Ich bleibe lieber in euren gleich Kreisen. Gesellt sich gern, ne? War schon immer so. So, jetzt spielen wir mal zwischendrin kurz heimliche deutsche Nationalhymne. Viel Spaß. Please stand for the national anthem of Germany. Schönen Abend. Ich hätte noch ein paar Kommentare zum Europaparlament. Also man sollte sich dringend an die Sätze von Ralf Dahrendorf erinnern, dem großen deutschen freiheitlichen Denker und Politiker, der gesagt hat, das Europaparlament ist kein Parlament, denn ein Parlament bekommt keine Rechte, sondern ein Parlament gibt Rechte. Und wenn man sich die ganze Geschichte ansieht, in diesem seltsamen Parlament. Es ist eine einzige Operettenaufführung, die nur durch gut geschmiertes Geld funktioniert. Die Leute verdienen sich ja dumm und dämlich an diesen Einrichtungen. Das ist ja, sie kriegen ja, glaube in der Größenordnung 20.000 Euro im Monat. Die Ergebnisse, die gezeigt werden, sind einfach lachhaft. Und diese ganzen politischen Entscheidungen werden jahrelang im Voraus in Hinterzimmer ausgekartelt. Da sitzt dann der Kommissionspräsident in den Sitzungen der Fraktionen drin, auf irgendwelchen Landsitzen. Da war auch die Angela Merkel etliche Mal dabei. Also bitte, die Bezeichnung Parlament ist eine Schande für diesen Begriff, für diese seltsame Einrichtung, die wirklich nur so vor Korruption überläuft. Das ist das, was ich zu Europa zu sagen habe. Gehen wir zur EU. Europa ist ja schön, aber EU ist ganz einfach hässlich. Es ist hässlich, korrupt, teuer und funktioniert von hinten bis vorne nicht. Wenn es beliebt und die Damen und Herren von dem Leitungsteam nichts dagegen haben, kann ich noch ein bisschen was vorlesen aus dem Buch von Franz Werfel. Ich glaube, es dauert nicht allzu lange. So, vielen Dank. Ich lege mal los mit den ersten
beiden Zeilen des Buches. Und das ist ein sehr wichtiger Satz, finde ich, den man nicht unterschätzen sollte. Und das stammt von einem gewissen George Orwell aus seinem Roman 1984. Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft. Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit. Ich habe ergänzt, wer die Medien beherrscht, beherrscht die Gegenwart. Merkt euch das, die mediale Macht ist die entscheidende Macht in der Mediendemokratie. Und die Milliarden, die da verballert werden, die werden nicht umsonst ausgegeben, sondern da geht es darum, um permanente Manipulation der Bevölkerung, Beeinflussung, Steuerung der öffentlichen Meinung. Sowas wie, dass wir uns jetzt für einen Krieg gegen Russland rüsten, nach 80 Jahren Vergangenheitsbewältigung, Vergangenheitsscheinbewältigung muss man schon sagen, das ist einfach so ungeheuerlich und würde niemals funktionieren ohne die Manipulativmacht der Medien. So, dann noch einen Abschnitt, bei dem es um einen anderen Roman geht. Der Roman nennt sich Stern der Ungeborenen und der Autor schreibt dazu: Der erste Teil des Reisum-Romans wurde geschrieben im Frühling 1943, der zweite Teil im Herbst 1944, der dritte Teil im Frühling 1945. Im Frühjahr 1943 nimmt Franz Werfel die Arbeit an seinem letzten Roman auf und schließt das Werk zwei Tage vor seinem Tod am 26. August 1945 ab. Es handelt sich um den Zukunftsroman Stern der Ungeborenen, in dem der Erzähler F.W. alias Franz Werfel eine Zeitreise in eine 100.000 Jahre entfernte menschliche Zivilisation unternimmt und dabei von seinem Jugendfreund B.H. alias Willi Haas begleitet wird. Werfel entwirft vor dem Hintergrund der eigenen Todesahnung und den Erfahrungen des Ersten und des Zweiten Weltkriegs die Utopie einer zukünftigen Weltgesellschaft, die bereits den Dritten Weltkrieg hinter sich hat. Die astromentale Gesellschaft ist eine sterile Massengesellschaft, die auf den ersten Blick alle Unzulänglichkeiten früherer Generationen erkannt und durch geeignete Maßnahmen überwunden hat. Mit viel subtiler Ironie zeigt Werfel aber, dass auch in der vermeintlich idealen Gesellschaft die Schwächen der Menschen Bestand haben. Den Keim der Zerstörung trägt auch die astromentale Gesellschaft in sich. Und so gibt es trotz aller Vorkehrungen zur Bewahrung des Friedens und zur Kompensation geschichtlicher Fehlleistungen auch in der astromentalen Gesellschaft einen kriegerischen Umsturz, durch den die Herrschaftsklasse die Macht an ein rückständiges Normalvolk verliert. Soll ja vorkommen. In seiner futuristischen Beschreibung reflektiert F.W. in fortwährendem Dialog mit B.H. über sein eigenes Leben, über Politik und die Menschheit. Besondere Würdigung erfährt dabei die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Geradezu prophetisch sind die Beschreibungen, die Werfel für die Deutschen zwischen Weltkrieg 2 und 3 bereithält. Zwischen Weltkrieg 2 und 3 drängen sich die Deutschen an die Spitze der Humanität und Allgüte. Der Gebrauch des Wortes Humanitätsduselei kostet 48 Stunden Arrest oder eine entsprechend hohe Geldsumme. Die meisten der Deutschen nahmen auch, was sie unter Humanität und Güten verstanden, äußerst ernst. Sie hatten doch seit Jahrhunderten danach gelächzt, beliebt zu sein. Humanität und Güte erschienen jetzt der beste Weg zu diesem Ziel. Sie fanden ihn sogar weit bequemer als Heroismus und Rassenlehre. Sie waren die Erfinder der undankbaren Ethik der selbstlosen Zudringlichkeit. Zur Erholung hielten die Gebildeten unter den Einzelmännchen philosophische Vorträge an Volkshochschulen, in protestantischen Kirchen und sogar in Reformsynagogen, wobei ihr eintöniges Thema stets der brüderlichen Pflicht der Menschen gewidmet war. Ohne Pflicht ging es nicht, wie ja die deutsche Grundauffassung von Leben in Anbetracht des Unangenehmen bestand.
Sie waren mit einem Wort echte Schafe im Schafpelz. Da sie aber selbst dies krampfhaft waren, glaubte es ihnen niemand. Und man hielt sie für Wölfe. Liebe Schwäbisch Gmünder, wir leben in einer Kulturkrise. Und wer glaubt, dass in der kommenden Bundestagswahl durch irgendeinen spektakulären Sieg von einer Partei, die uns vielleicht näher steht als die anderen, sich die Sache drehen wird, der wird sich täuschen. Im Zweifelsfall wird man diese Partei drehen oder man wird sie verbieten. Deswegen setzt eure Hoffnungen nicht auf Personen, setzt eure Hoffnungen nicht auf Parteien, sondern arbeitet an euch selber. Das, was wir vor uns haben, ist mit Sicherheit ein Marathon. Es wird natürlich nicht ewig gehen, sondern weil das Zerbröseln unserer Wirtschaft tagtäglich ersichtlich, erspürbar ist. Ich war einige Jahre bei ZF tätig in Friedrichshafen. Die werden jetzt 14.000 Leute weniger haben in zukünftig. Das war einst eine Perle der deutschen Industrie. Es geht bergab allen Orten, aber wie gesagt, es wird eine Weile dauern und es wird wohl noch viel schlimmer werden müssen, bevor es besser werden kann. Also rüstet euch geistig auf diese Zukunft auf und bereitet euch darauf vor und wir hoffen, dass die Zukunft eine bessere sein wird. Vielen, vielen Dank und eine schöne Sommerpause. Ja, ich gehe davon aus, ihr habt auch weiter beobachtet, dass der Viktor Orban nicht aufhört mit seinen Friedensbemühungen und mit diversen Staatspräsidenten spricht, ob das gewollt ist oder nicht gewollt ist, egal welche Schelte er von der EU kriegt. Er sprach auch schon davon, dass er sein Land definitiv nicht in den Dritten Weltkrieg mit reinzieht und dann lieber aus der NATO austritt. Das macht er. Ich muss gestehen, einen solchen Präsidenten wünsche ich mir, einer, der die diplomatischen Kanäle aufmacht, der versucht, alle Beteiligten an diesem Unglück an einen Tisch zu bekommen, damit endlich dieses Schießen aufhört. Denn es sterben dort Männer, Frauen und Kinder. Davon spricht immer keiner. Die wollen immer alle Russland besiegen für die Menschlichkeit und was weiß ich ja ganz genau, Scheibenwischer. Und ich denke immer nur, nein, dort sterben Väter, Brüder, Söhne, Onkels, ja, und eben halt auch Frauen und Kinder. Und jemand, der schon ganz vor vielen, vielen Jahren erkannt hat, dass man sich mit Russland auch nicht anlegt, ist unser alter Otto von Bismarck. Denn der sagt ganz klar, man kann die Russen nicht besiegen. Das haben wir über Jahrhunderte gelernt. Wenn Preußen und Russland in einem Bündnis zusammenstanden, ging es den Ländern gut und Europa. Wenn irgendwelche Kräfte auf dieser Welt es geschafft haben, dass beide Länder in Konfrontation gegeneinander gestanden haben, war es eine Katastrophe für Preußen und Russland und Europa. Ich habe vorhin noch zufällig ein Interview gehört mit der Frau Krone-Schmalz, die ja definitiv mal eine Russland-Expertin ist und Expertin auch für die russische Geschichte und die ja viele Vorträge hält und die äußerte sich das erste Mal in diesem Interview zur Sprengung von Nord Stream 2. Da redet ja irgendwie auch keiner drüber, dass man unsere Gaspipeline gesprengt hat, dass unsere Versorgungssicherheit dadurch gefährdet ist, dass zwar immer noch ein Strang offen ist, darf man auch nicht vergessen, von Nord Stream 1, ein Strang ist noch völlig intakt. Russland sagt bis heute, finde ich, bis heute sagt der Russe, wir können das Gas haben, er muss ja nur das Ventil aufdrehen. Aber wir nehmen es nicht wegen der Sanktionen, die ja eigentlich Russland in die Knie zwingen, aber offensichtlich uns in die Knie zwingen, aber das will dort auch keiner sehen. Ich wünsche mir einfach an unserem Staat, in unserem Staat, Menschen, Männer oder Frauen, die in der Lage sind, miteinander zu reden. Einfach nur zu reden. Und die Frau Krone-Schmalz sagt ganz klar, dass die Sprengung von Nord Stream 2, da muss man gar nicht lange überlegen, voraussichtlich auf das Konto von Übersee geht.
Denn die haben immer schon gesagt, und da gibt es Dokumente wohl drüber, dass ihnen dieses Projekt ein großer Dorn im Auge ist und dass ihnen überhaupt die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und friedliche Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland ein Dorn im Auge ist. Sie wollen keinen Frieden, keine guten Handelsbeziehungen auf der Eurasischen Platte, und die Frau Krone-Schmalz hat Dokumente dafür. Ja. Dazu passt, was ich jetzt hier auf dem Zettel stehen habe. Es gibt doch jemand, der sich dafür interessiert, wie und was mit Nord Stream ist. Die AfD hat nämlich eine sogenannte große Anfrage an die Bundesregierung gerichtet zum Thema fehlende Ermittlungsergebnisse, auch fehlende Zwischenergebnisse zur Ermittlung dessen, was bei Nord Stream passiert ist. Antwort der Bundesregierung ist, es sei nicht beabsichtigt, irgendwelche Ergebnisse zu liefern, weil das den Untersuchungszweck gefährden würde. Und ich sage euch jetzt, was der Untersuchungszweck ist. Der Untersuchungszweck ist, die Schuldigen zu schützen. So, wir hatten, gerade kurz bevor die Demo angefangen hat, war ein Fahrradfahrer, nennen wir es mal hier, der... Ein Fahrradfahrender hier. Nein, ein Fahrradschiebender oder ein neben dem Fahrrad stehender hier. Ja, um die Absurdität dieser Bezeichnung ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Ja. Wie auch immer, der auf eins unserer Schilder gezeigt hat, ich weiß gar nicht was, und hat. Er hat es mit der Meinungsfreiheit gehabt und er hat irgendwie gesagt, das würde ja gar nicht stimmen, dass in Deutschland die Medien seien. Und zum Beweis dessen hat er gemeint, man müsse ja unter anderem nur mal nach Ungarn gucken. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, die Chance, dass der Mann Ungarisch kann, eine der schwersten Sprachen der Welt, wie ich mir habe sagen lassen, ist gleich null. Also ich bezweifle, dass der jemals in seinem Leben eine ungarische Zeitung gelesen hat. Aber er vertritt die Meinung, dass man hier in Deutschland keine gleichgeschaltete Presse hat. Mag so sein, wenn man gleichgeschaltet als von außen herbeigeführt nimmt. Aber die sind ja mittlerweile alle so unterwürfig gegenüber der Regierung, dass sie das aus vorauseilendem Gehorsam ja schon selber machen. Ja? Und man darf auch nicht vergessen, wie war das? Das Brot ich esse, das Lied ich sing. Ist ja doch so ein Spruch. Und diese öffentlich-rechtlichen Medien bekommen Gebühren. Das nennt sich Gebühren, ich nenne das Zwangsabgaben, ja? Nein, aber die bekommen sie, Gebühren. Nein, sie kriegen keine Gebühren. Gebühren ist ja ein negativ konnotierter Begriff. Was kriegen sie denn dann? Das heißt seit 20 Jahren Beiträge. Oh, scheiße. Okay, dann kriegen sie halt einen Beitrag, ja? So, dieser Beitrag wird bestimmt von den Parlamenten. Von der Politik also. So. Also muss ich mich doch nicht wundern, dass diese beitragsbeziehenden sogenannten Journalisten das schreiben, was die Beitragsbewilligenden, nämlich unsere Politiker, gerne hören wollen oder hören müssen oder brauchen, um im Amt zu bleiben. Da muss man sich doch nicht wundern. Ja, muss man sich nicht wundern. Und man muss ja auch klar werden, sich darüber, auf welche subtile Art und Weise das geht. Ich bin heute auf eine Sache aufmerksam geworden, die ich selber tatsächlich nachgeprüft habe. Es ist ja noch nicht lange her, dass auf Donald Trump in Amerika geschossen wurde. Das, ja, ihr wisst alle, Scharfschütze, Dach, Schuss, Ohr, habt ihr alle gehört. Wenn man auf Google oder sonst einer größeren Suchmaschine die Worte eingibt, Attentat Trump, ist es ja normalerweise so, dass da eine Autovervollständigungsfunktion am Laufen ist. Ja? Das müsst ihr mal machen. Attentat Trump, Schüsse auf Trump, Donald Trump, was auch immer. Ihr könnt versuchen, dort das hinzukriegen. Ihr lacht euch schepp, was da alles angezeigt wird, nur damit die Worte Attentat und Trump nicht in einer Headline nebeneinander vorkommen. Echter Hammer, müsst ihr mal machen. Und so geht das. Da wird selbst, also erstens wird verhindert, dass man überhaupt irgendwas findet, selbst wenn man danach sucht. Und zweitens wird auch verhindert, dass eine zufällige Fehleingabe Leute auf irgendwas bringen könnte. Ja? Das wird einfach aus der Autovervollständigungsfunktion herausgenommen.
Und dann gilt wieder der Satz, was ist das beste Versteck der Welt? Wer weiß es? Seite 2 bei Google. Ja, jetzt würde ich gerne noch was sagen zum kommenden Wochenende. Also die meisten von euch wissen, es ist große Demo in Berlin am 3. August. Und ja, Demo für Frieden und Freiheit. Ja, ich werde auch hinfahren. Und ich habe einen Post gelesen von dem Herrn Ludwig. Und den fand ich irgendwie nachdenkenswert. Denn er beginnt seinen Post damit, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Entscheidung, dass etwas anderes wichtiger ist als Angst. Einige Menschen, auch Menschen, denen ich mich besonders verbunden fühle, machen sich Sorgen über Gefahren am 3. August. Sorgen vor False-Flag-Aktionen, die kennen wir alle. Sorgen vor einer übergriffigen Polizei, das kennen wir auch alle. Sorgen vor einem beginnenden Krieg. Angst und Sorgen sind immer ein guter innerer Hinweis, sich selbst und sein Tun zu hinterfragen. Hiernach trifft man eine Entscheidung. Ich respektiere die persönliche Entscheidung jedes Menschen. Ich laufe nicht in den Schuhen der anderen, kenne nicht ihre Perspektive. Ich kann aber in mich hineinfühlen und entscheiden, welchen Weg ich gehe und welche Entscheidung ich treffe. Ich habe seit Beginn der Corona-Krise jeden Tag Angst. Ich habe Angst vor einer Hausdurchsuchung, Angst, meine Zulassung als Rechtsanwalt zu verlieren, Angst vor körperlicher Gewalt, Angst, in Haft genommen zu werden und. Jeden Tag spricht diese Angst zu mir und ich antworte bisher: Danke, dass du für mich da bist und mich beschützen willst. Danke, dass du mich an meine zerbrechliche Menschlichkeit erinnerst. Und danke, dass du dich jeden Tag um mich sorgst. Behalte das bitte bei und sei weiterhin an meiner Seite. Heute aber entscheide ich mich gegen deinen Rat für etwas anderes. Vielleicht wird die Antwort eines Tages anders lauten. Heute sage ich, wir sehen uns am 3. August in Berlin. Ich finde die Haltung ziemlich klar. Ich finde sie auch bewundernswert, denn die haben ja nun, weiß Gott, noch mehr auszuhalten als wir. Heute hat er allerdings wieder ein Verfahren gewonnen, wo es um eine Beleidigung ging und sagt ganz klar, die Richter, die dort sitzen, lesen sofort, es kommen Querdenkeranwälte und davon gibt es ja nun Gott sei Dank viele und denken, die haben sie mit links im Sack. Und dann müssen sie sich aber denn doch eines Besseren belehren lassen. Aber es ist harte Arbeit, harte Arbeit. Gott sei Dank wieder ein Sieg für einen der Mandanten, der verklagt worden ist wegen irgendeiner Beleidigung. Apropos. Das können unsere, also ich meine, da sind sie fleißig. Wenn man unseren Politikern sonst nichts lassen kann, finde ich. Aber in dem Punkt sind sie fleißig, Anzeigen zu erstatten. Ja, da ist Frau Strack-Zimmermann Weltmeister und der Habeck hat ja auch schon 700 Strafanzeigen gestellt wegen irgend so einem Pille-Palle-Kram, weil irgendwann jemand ihn Kinderbuchautor nannte. Er ist ja nur Kinderbuch-Co-Autor und was weiß ich nicht noch. Also wirklich irre. Es würde echt helfen, wenn die Richter dazu würden, die Herrschaften 700 Mal herzuzitieren. Wäre das morgen vorbei. Da wäre das rum, aber die kommen dann mit Regierungsfliegern, das wird auch teuer. Ja, auch das wäre, würde nicht lang. So, wer hat von euch diese wunderbare, einzigartige, nicht zu toppende Eröffnung der Olympiade gesehen? Ja, ich hab's geahnt, dass euch das gefällt. Möchte jemand was dazu sagen? Das ist doch... Niemand. Ja, das ist die richtige Antwort, genau. Habt ihr es gehört? Wir haben doch den Fernseher rausgeschmissen. Wie also können wir das gesehen haben, ja? Ja, ich gebe es zu, ich habe auch keinen Fernseher mehr, aber irgendwie, man kann dem nicht entkommen, weil ja die Bilderflut in der Richtung. Aber ich habe ehrlich gedacht, als ich das unvorbereitet gesehen habe, wirklich war, ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe echt im ersten Moment gedacht, das ist ein Fake, dass irgendjemand da in die Welt gesetzt hat. Ich habe es im ersten Moment wirklich nicht geglaubt, was ich da gesehen habe. Ja? Nach ein paar Tagen, ich will nicht sagen, also Schockstarre ist es irgendwie nicht, weil, keine Ahnung, so wichtig ist mir das alles nicht, aber ich habe mir dann schon gedacht, man stelle sich, also das, vor allem die Nummer mit dieser, was ja hohe Wellen geschlagen hat,
war ja die Nummer, wo dann das Abendmahl von Da Vinci also nun mehr als verballhornt wurde. Und da habe ich mir gedacht, okay, man stelle sich mal einen Moment lang vor, dass das nicht mitten in Europa, sondern irgendwo mitten in der arabischen Welt, in der islamischen Welt passiert wäre und dass diese paar Transen dort nicht auf das Christentum, sondern quasi auf den Islam gepisst hätten, weil nichts anderes haben sie da getan. Das muss man mal ganz klar sagen. Also ich bin kein gläubiger Mensch, aber ich glaube schon, dass viele Christen sich da mehr als ein bisschen schlecht gefühlt haben bei der ganzen Geschichte. Und da bin ich doch recht sicher, wenn man das in Mekka, in Medina oder sonst irgendwo macht, dann werden die massakriert noch auf der Bühne oben. Ich bin ziemlich sicher, dass man das in einem islamischen Staat nicht machen kann. Oder andersrum formuliert, die Leute, die das machen, sind zu feige, es dort zu tun. Ja, die machen es bei den Christen, weil sie wissen, da kommt keine Gegenwehr. Ja. Unabhängig davon finde ich es eine unfassbare Unverschämtheit, mit Worten fast nicht mehr zu beschreiben, wie da Milliarden Leuten quasi ins Gesicht gespuckt wird. So, muss ich bloß sagen. Medvedev schreibt dazu, kein Kommentar zu den Olympischen Spielen in Paris. Ein ekelhafter Anblick. Das von Macron geführte Frankreich hat sich in eine Schlampe verwandelt, die unter dem Gejohle einer verrückten, gottlosen Menge Grimassen schneidet. Eine totale Schande. Der Iran hat sich ebenfalls zu Wort gemeldet. Der Iran sagt, Frankreich soll sich für seine Eröffnungszeremonie bei den Olympischen Spielen schämen. Die beleidigende Darstellung von Jesus Christus gestern in Paris war völlig anstößig und hat alle roten Linien überschritten. Frankreich, ein Land mit einer großen christlichen Geschichte, muss sich schämen. Und ich flehe unsere Christen auf der ganzen Welt an, sich gegen diese Tat auszusprechen. Wir verurteilen diese entschieden. Und so muss das gehen. Ich habe es vorher schon gesagt, wir befinden uns in einer Kulturkrise. Das ist eine Ausgeburt davon. Man nutzt natürlich die Extremisten der, ich sag mal, Minderheiten, die Extremisten, die bringt man in den Vordergrund. Glaubt mir, diese Transsexuellen, die stehen nicht für die ganz gewöhnlichen Transsexuellen, die ganz gewöhnlich ihr Leben leben wollen. Die stehen nicht für die Homosexuellen, die ganz, ganz gewöhnlich ihr Leben leben wollen. Also das sind die Extremisten dieser Minderheiten, die werden in den Vordergrund gebracht, um die Gesellschaft zu zersetzen. Das ist der Zweck davon. Und je nachdem, wie ihr es mit dem Glauben habt, ab und zu stehen in der Bibel recht gute Sachen. Ein Satz, der mir in den vergangenen Wochen durch den Kopf gegangen ist, ist der Satz, die Wahrheit wird euch befreien. Danke. Ja, jetzt habe ich nur noch Kleinigkeit. Ich habe noch, wer möchte, am 3. August ist ja die große Friedensdemo in Berlin. Ich bin mir darüber im Klaren, dass nicht alle fahren können. Es wäre zwar schön, alle Leute wären dort, aber es geht halt nicht. Ich habe hier noch von der Tina Romdani die weißen Fahnen fürs Auto. Wer welche haben möchte, kann sich nachher bei mir melden. Ja, also zu der Olympianummer ist noch als Nachtrag, dass der stellvertretende slowakische Premier, also ich weiß nicht, oder eben diesen angeschossenen Fico vertritt, der hat sich hat sofort nach der Eröffnungsfeier seine Teilnahme an der Abschlussfeier abgesagt mit den Worten, dass er quasi nicht an einer Feier mit einer, wie auch immer, degenerierten Dekadenz teilnimmt. Und er hat gesagt, das könnte er alleine machen. Ja. Okay, also gut, dann spare ich mir das Letzte. Dann habt ihr euch die Sommerpause verdient. Will euch nicht den Abschied in die Sommerferien verderben. Nein, okay, lassen wir jetzt einfach. Ja, wir machen jetzt noch ein schönes... Wir singen jetzt noch gemeinsam unser Lieblingslied. Unser Lieblingslied, genau. Und dann verabschieden wir euch. Jo, also dann, lasst euch gut gehen, lasst euch die Sonne auf den Bauch scheinen, ja. Fahrt dorthin, wo es heiß ist. Ja, sucht den Sommer. Genau, ja. Denn hier lässt er ihn gerade leider aus. Sucht den Sommer. Ja.
In diesem Sinne euch eine gute Zeit und Anfang September stehen wir wieder am Start.